Der gemeinsame Fernsehabend ist bei Familie Knipprath ein beliebtes Ritual. Ihr Fernsehsignal empfängt die Familie analog über eine Satellitenanlage. Aber Ende April 2012 ist das vorbei. Die Sender schalten das analoge Satellitensignal ab. Zentraler Baustein beim Empfang ist ein Receiver. Er bringt die Signale von der Schüssel auf den Fernseher. Analoge Receiver haben ausgedient. Insgesamt 16,6 Millionen Haushalten in Deutschland mit Satellitenempfang müssen noch 2,9 Millionen im nächsten Jahr auf digital umrüsten. Für die Familie Knipprath und auch Oma Ute heißt das, rechtzeitig den analogen Receiver gegen einen digitalen austauschen. Walter Knipprath informiert Oma Ute über die Analogabschaltung. Ob sie auch betroffen ist, das zeigt die Anzahl der Kanäle. Sind es nur rund 30, ist der Receiver analog, nicht digital. Darüber hinaus kann man das auch damit prüfen, dass man eine Videotexttafel aufruft. Auf jedem großen Sendeplatz ist diese Videotexttafel 198 vorhanden. Durch das Eintippen im Videotext kann man klar erkennen, ob der SAT-Receiver geeignet ist für digitalen Empfang oder nicht. Oma Ute braucht ein neues Gerät. Die Umrüstung sollte schnell erfolgen. Der richtige Zeitpunkt hat jetzt schon begonnen. Zum einen, der Kunde kann jetzt schon alle Vorteile digitalen Empfangs nutzen. Zum anderen, wir haben die Situation, dass wir noch 2,9 Millionen Haushalte versorgen müssen mit knapp 18.000 Geräten pro Tag. Das kann zu Engpässen zum Jahresende führen. Umrüsten ist einfach. Fernseher und Schüssel werden nicht ausgetauscht. Nur ein neuer Receiver ist nötig, in seltenen Fällen ein digitales LNB als Vorsatz an der Schüssel. Beides zusammen gibt es schon ab ca. 40 Euro. Das digitale Signal bietet den Zuschauern viele Vorteile. Mehr Programme, ein besseres Bild und gute Tonqualität. Außerdem eine elektronische Programmzeitschrift mit vielen Extras. Das Umrüsten auf einen digitalen Receiver ist sehr einfach. Man steckt wenige Kabel ein, man richtet es sehr schnell ein über die Fernbedienung und es dauert nur wenige Minuten, bis man dann ein entsprechend gutes Bild hat und alles vernünftig eingerichtet ist. Und für uns ist es sogar zu Hause noch ein Ticken besser, weil wir dort HDTV haben, also High Definition Fernsehen. Wer, wie die Knipprats, ein hochaufgelöstes Bild kurz in HD sehen möchte, sollte auch darauf achten, dass der Fernseher HD geeignet ist. Dann wird das Fernsehen garantiert nicht schwarz, sondern besser.